In diesem Motiv soll die mittlere Blüte vor einem weich gezeichneten und schwarz-weißen Hintergrund stehen. Um genauer arbeiten zu können, zoomt man am besten schön nah ran. Bei kontrastreichen Motiven eignet sich zum Freistellen besonders das Farbauswahlwerkzeug. Hat das Werkzeug zu viel ausgewählt, korrigiert man die Markierung mit etwas kleinerem Durchmesser und gedrückter Alt-Taste. Fügt man der duplizierten Ebene nun über das Kontextmenü eine Maske hinzu, wird die bestehende Auswahl als Grundlage verwendet. Mit ausgeblendeter Hintergrundebene kann man den Freisteller betrachten. Die Auswahl wird nicht mehr benötigt und kann über das Kontextmenü aufgehoben werden. An einem weiteren Duplikat der Hintergrundebene lassen sich nun diverse Effektfilter ausprobieren. Generell empfiehlt es sich, ein Original der Hintergrundebene zu behalten, um später noch einmal darauf zurückgreifen zu können. Damit man den Überblick behält, sollte man sich angewöhnen, Ebenen zu benennen. Mit dem Entsättigen-Filter im Effekt-Browser wird nun aus dem Ebenenduplikat ein Schwarz-Weiß-Bild. Der Filter hat keine Einstellungen und wird sofort angewendet. Mit dem Gaußschen Weichzeichner, in Pixelmator schlicht Gauss genannt, bekommt das Bild noch etwas Unschärfe. Zur besseren Beurteilung kann man auch während eines Effektdialogs mit gedrückter Alt-Taste zurückzoomen. Das Bild ist nun fertig, doch mit etwas mehr Aufwand lässt sich noch ein schöneres Ergebnis erzielen. Dabei hilft wieder ein Duplikat der Hintergrundebene. Nun noch den ersten Versuch ausblenden und im Effektbrowser nach dem Schwarz-Weiß-Effekt suchen. Bei diesem kann man über ein Farbrad bestimmen, aus welchen Farbkomponenten das Graustufenbild berechnet werden soll. Hier hilft, so lange zu experimentieren, bis einem das Ergebnis gefällt. Man kann zudem noch den Kontrast verändern und eine Körnung hinzufügen, wobei die Körnung nicht zu jedem Motiv passt. Statt des Gaußschen Weichzeichners kommt nun der Miniaturisieren-Effekt zum Einsatz. Über einen elliptischen Schärfebereich erreicht man, dass das Bild um die Blüte herum noch scharf erscheint und nach außen hin immer unschärfer wird. Damit ist das Bild im Prinzip fertig. Zum Vergleich kann man zwischen dem ersten und zweiten Versuch hin und her schalten. Zum Schluss bearbeiten wir noch die Ebenenmaske mit dem Pinselwerkzeug. Wichtig ist dabei, dass die Maske in der Ebenenpalette ausgewählt ist, sonst übermalt man das Motiv. Pinselstriche in der Maske bestimmen hingegen, wo die Ebene transparent sein soll, ohne die Pixel zu beeinflussen. Pixelmator kennt eine Primär- und Sekundärfarbe, zwischen denen man mit der Taste X hin und her schaltet. Masken sollten Sie mit reinem Schwarz und Weiß bearbeiten. Das geht am schnellsten über die Taste D, welche die Standardfarben einstellt. Zoomt man nah heran, fällt auf, dass die Maske noch nicht perfekt ist. Mit einem Sekundärklick lässt sich nun die Pinselspitze feiner und etwas weicher einstellen. Malt man kurz ins Bild, kann man gut beurteilen, ob die eingestellte Spitze passend ist. Mit Hilfe des Pinsels und der Taste X kann man nun den Freisteller verbessern.
Übrigens, hält man die Shift-Taste gedrückt, verbindet das Pinselwerkzeug die jeweiligen angeklickten Stellen. Mit Command 4 ruft man die Pinselpalette auf, in der man mit der Komma- und Punkt-Taste auch ohne Maus die Werkzeugspitze wechselt. Bei sehr kleinen Pinseln sorgt eine geringere Härte dafür, dass die Kanten nicht so scharf freigestellt werden. Damit wäre das Motiv vollendet. Am besten wirkt es natürlich ohne Paletten, die Sie mit Command 1, 2, 3 und 4 ausblenden können.